Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Lichter, Laber, Leck mich. Letzte Woche. Letzte Woche haben wir Sülze mit Salat und Bratkartoffelchen gemacht. Das Gericht finden Sie übrigens noch im Internet und natürlich auch live in meinem Schnäuzer. Heute habe ich einen Gast eingeladen, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ein toller Mensch, eine beeindruckende Persönlichkeit. Die konnte aber leider nicht und deshalb ist hier heute Frauke Petri. Guten Tag an Sie und auch an die Zuschauer der Lügenpresse. Frau Petri, können Sie denn überhaupt kochen? Ja, selbstverständlich. Ich bin Frauke und ich habe ein Mannke. Mm. Und das Frauke kocht dem Mannke. Das ist das Familienbild, das die AfD nächstes Jahr umsetzt, wenn ich Kanzlerin bin. Gut, dann kochen wir mal was. Ich habe mir gedacht, wir machen ein paar Nüdelchen, eine schöne Spaghetti Bolognese. Ganz bestimmt nicht, Herr Lichter. Und ich sage Ihnen gleich, Spaghetti sind mit der AfD nicht zu kochen. Denn wir fordern eine Obergrenze für alle ausländischen Gerichte. Wir wollen nur noch Gerichte, die traditionell zu Deutschland gehören. Gut, dann machen wir eben einen Döner. Nein. Nein, Herr Lichter, wirklich, wir sind... Ja. Wir sind, Herr Lichter, kulinarisch überfremdet. Und wir von der AfD fordern eine konsequente Abschiebung aller zugewanderten Zutaten, die nicht ursprünglich aus Deutschland kommen. Und Ihre Nudeln kommen zum Beispiel aus Italien und Tomaten aus Südamerika. Ja gut, dann nehmen wir eben Kartoffeln. Die Kartoffel ist nicht deutsch, die kommt ursprünglich auch aus Südamerika. Möhren. Sind Sie wahnsinnig? Möhren kommen ursprünglich aus Afghanistan. Das sind Taliban, die unser Vaterland bedrohen. Möhren sind Taliban? Ja, schauen Sie sich die mal ganz genau an. Die meisten leben im Untergrund. Na gut, dann Obst. Pflaumen, Birnen. Hier, Äpfelchen. Pflaumen, wirklich, Herr Lichter. Die Pflaume, die kam vor vielen Jahren aus dem Vorderen Orient. Wollen wir das? Terrorpflaumen, die sich hier ausbreiten. Ja, erst sind es nur ein paar, dann Hunderte, Tausende. Wissen Sie eigentlich, was das heißt, wenn irgendwann Millionen Pflaumen in Deutschland mitbestimmen? Ja, die AfD kommt über die 5%-Hürde. Wie ist es denn mit Rindfleisch? Die ersten Rinder in der Menschheitsgeschichte gab es in Anatolien. Das heißt, das Rind ist ein geborener Türke. Wenn Fleisch, dann nur mit einem deutschen Stammbaum. Fleisch mit Stammbaum? Ja, zum Beispiel Kotelett vom reinrassigen deutschen Schäferhund. Die Abstammung ist für uns von der AfD wichtig. Alles Entscheidende ist in den Genen. Mädchen, das ist doch Quatsch. Nein, überhaupt gar nicht. Das ist sogar sehr logisch. Wenn Sie zum Beispiel jemanden kennen, der von Humboldt heißt, ja, dann weiß man, der ist genetisch wahrscheinlich so schlau wie Alexander von Humboldt. Und genau deswegen heißt unsere stellvertretende Vorsitzende auch von Storch. Ah. Gut, was können wir denn jetzt mal kochen? Sagen wir mal einen Kopfsalat. Nicht deutsch, der kommt ursprünglich aus Asien. Ja. Ja, was nehmen wir dann? Lauch. Auch. Ah. Was haben wir denn sonst noch? Huhn. Dito. Ne, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch mal Gewürze. Hier, lecker Zimt. Das kommt doch aus Indien, hier, wie das schon riecht. Hm. Nicht deutsch. Zutaten sind alle undeutsch und nicht völkisch. Völkisch? Ist das nicht ein bisschen ein fieses Wort? Herr Lichter, das ist ein ganz normales Adjektiv. Das ist deutsche Grammatik. Wir sind ein Volk und wir sind völkisch. Sie sind ein Mann und Sie sind männlich. Ich bin eine Dame und ich bin... Nur mal ein Beispiel. Ja.
aber Frau Petri, was können wir denn jetzt mal kochen, was garantiert aus Deutschland kommt? Moos, Insekten, Schnecken, Farne, Flechten. Und das kocht man einfach mehrere Stunden zu einem Brei zusammen. Das kenne ich, das ist Lapskaus. Und was gibt's als Dessert? Ja, natürlich den Nachtisch, der den Kern der AfD beschreibt, Mohrenkopf. Wieso Mohrenkopf? Undefinierbarer Inhalt und brauner Rand. Das klingt ungenießbar. Danke an Frau Kepete. Und jetzt müssen wir sofort Schluss machen. Warum? Warum? Heute kommt mein neues Buch raus. Ja, und wie heißt das? Keine Zeit für Arschlöcher.